Hey Leute, was geht ab? Willkommen zu diesem Stadion-Vlog. Ich nehme euch mit zu dem Spiel Eintracht Frankfurt gegen den SC Freiburg. Wie ihr sehen könnt, war ich gerade noch bei dem Spiel FC Bayern gegen Bochum und ich mache mich gleich jetzt auf den Weg nach Frankfurt und ich nehme euch mit. Viel Spaß! Ich habe gerade gesehen, dass eine Lederhose von 429 Euro auf 180 Euro reduziert war. Digga, wie teuer ist das? Gerade eben habe ich gehört, wie eine Mutter ihr Kind gefragt hat, wie der Hurricane heute war. Der Hurricane, ich glaube auch, Alter. Ob die hier auch Bienenstich haben. der jetzt auf dem Weg ist, sich einen Döner zu holen. So ein Stück Pizza sieht richtig geil aus. Ich glaube, ich hole mir jetzt einen. Boah, gönnt euch mal, wie geil dieses Stück Pizza aussieht. Das werde ich mir jetzt so reinpfeffern. Oh mein Gott. Direkt so eine fette Geschmacksexplosion im Mund. Geil. Ehrliche Meinung? Pizza ist übrigens mein Lieblingsessen und ich übertreibe nicht, aber es ist locker Top 3 aller Pizzen, die ich hier gegessen habe. Digga, das war einfach eine Geschmacksexplosion im Mund. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich unnormal Hunger hatte, aber dieser Geschmack, ich hätte keine Ahnung, 1000 Stücke gefühlt essen können. So geil war das. Merkt euch diesen Laden. 9,5 von 10 sage ich. Hier vorne, La Pizzeria oder so, keine Ahnung. Neben Meckes am Marienplatz. Auf jeden Fall besser als Meckes. Gönnt euch, Alter. Preistechnisch ist das auch nicht so schlecht. 8 Euro habe ich dafür bezahlt für das Spiel. So, ich bin jetzt am Frankfurter Hauptbahnhof angekommen. Wir wissen alle, was so am Frankfurter Hauptbahnhof so abgeht. Ich hoffe mal, dass ich heil am Hotel ankomme. Das ist mir schon letztes Mal am Hauptbahnhof aufgefallen und diesmal auch. Ich habe noch nie so komische Leute gesehen wie in Frankfurt am Hauptbahnhof. Junge, da sind Menschen, Alter. Das hast du nicht gesehen. Kannst du dir gar nicht vorstellen, ey. Da hinten sind zwei Polizisten. Die laufen in dieselbe Richtung wie ich. Den laufe ich jetzt mal hinterher. Bin ich zumindest auf der sicheren Seite. Ja, moin. Genau in dem Moment, wo ich sage, biegen die ab und gehen ganz woanders hin. Alles klar, Digga. Ich fühle mich wie Lionel Messi, Alter. Ich scanne das ganze Umfeld jede Sekunde, um zu gucken, ob da irgendwo Gefahr ist oder so. Frankfurt ist vor allem bekannt für deren Skyline. Die ähnelt sehr New York und das sieht man hier auch. Wir haben hier ganz viele hohe Gebäude und ich finde, das sieht halt mega nice aus. Das ist das einzige positive Gefühl bisher an dieser Stadt. Die Lobby im Hotel sieht schon mal sehr entspannt aus. Gefällt mir. Das Zimmer ist sogar ganz oben im 7. Stock. Fresche Sache, Digi. Kommen wir zu einer kleinen Roomtour. Hier ist das Bett. Ein schön großes Bett für mich alleine. Ein kleiner Fernseher, ein kleiner Sessel, ein Tisch, coole Lichter da oben. Die Aussicht schauen wir uns auch gerne mal an. Ist ganz in Ordnung. Ich hätte jetzt gedacht, 7. Stock wäre ein bisschen höher. Hier sieht man so ein bisschen ganz hohe Gebäude von Frankfurt. Die Skyline halt. Spiegel und das Badezimmer habe ich selber noch nicht gesehen. So, hier lässt sich es auf jeden Fall für eine Nacht nächtigen. Ich habe einfach noch mein Bayern-Trikot an. Das kann ich morgen leider nicht tragen im Stadion. Guten Morgen aus Frankfurt. Ich begrüße euch jetzt hier mit diesem kleinen Blick. New York 2.0 sage ich nur. Mein geliebtes Bayern-Trikot kann ich heute leider nicht tragen. Sonst werde ich wahrscheinlich zusammengeschlagen. Stattdessen haben wir einen Casual Black Look. Ich gehe heute als sehr neutraler Fan ins Stadion. Mir ist eigentlich egal, wer von den beiden gewinnt. Ich hoffe, ich sehe einfach ein krasses Spiel. Und ich bin gespannt, ob Eintracht Frankfurt wirklich so krasse Fans hat, wie alle behaupten. Und deswegen, liebe Frankfurter, enttäuscht mich nicht. Gespielt wird heute im Deutschen Bankpark. Da war ich tatsächlich vor etwa 2 Monaten schon bei einem The Weeknd-Konzert und mir hat das Stadion ehrlich gesagt sehr, sehr gut gefallen. Schauen wir mal, wie es heute ist. Ich mache jetzt ein kleines Video, wo ich das hier so filme. Und dann, irgendwann, wenn ich es geschafft habe und wirklich in New York sein sollte, blende ich das dann ein. Und jetzt geht es los. Was haltet ihr von dem Gebäude? Hat eigentlich voll den Fashion Look, Alter. Man merkt voll, dass Frankfurt so eine Bankenstadt ist. Übrigens bin ich heute auch auf die Freiburger gespannt, vor allem auf deren Fans.
Ich war ja selber schon zweimal im Auswärtsblock von Freiburg und die Stimmung war bisher immer geil. Noch nie so eine crazy bunte U-Bahn gesehen wie die in Frankfurt, Alter. So, ich bin jetzt hier gelandet und schaut euch mal an, wie diese Gebäude aussehen. Das da ist der Frankfurter Römer. Das ist das Rathaus von Frankfurt und das sieht mal ganz anders aus als das, was wir in München gesehen haben. Zumindest anders als das Rathaus in München, was wir auch gesehen haben am Marienplatz. Also ganz anders, das ist was ganz anderes. Ich muss sagen, mir gefällt das Rathaus in München deutlich besser, sowohl auch wie in anderen Städten, aber das ist mal was Neues und anderes. Einzigartig. Und die Gebäude hier hinten sehen halt genauso aus. Hier werden mit Seifenblasen gespielt. Oh, zack, ich habe auch eine kaputt gemacht. Ganz, ganz viele Seifenblasen und die schnappe ich mir. Oh, gerade noch geschafft. Ich habe jetzt ein bisschen Seife ins Auge bekommen, aber egal. Das hier ist die Fontaine of Justice bzw. der Gerechtigkeitsbrunnen. Früher zur römischen Zeit hat dieser Brunnen als Weinbrunnen für den Kaiser und dem Volk gedient. Lasst auf jeden Fall schon mal ein Like dafür, diese tolle Geschichtsstunde mit Mido. Das alles sieht hier so mittelalterlich aus, aber das ist alles ein sehr historischer Ort tatsächlich. Ehrlich gesagt ist das nicht so ganz so meins, aber es ist trotzdem cool zu sehen. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich noch keine Person im Frankfurt- noch Freiburg-Trikot gesehen habe. Wo sind denn die Fans? Einerseits haben wir die totalen coolen modernen Orte in Frankfurt mit der Skyline und die mittelalterlichen. Man hat hier also zwei Seiten. Hier befindet sich schon auch der nächste Brunnen. Dieser Ort kommt mir noch bekannt vor. Das ist der Ort, wo die ganzen Frankfurter Street-Videos immer entstehen, Alter. Voll cool, das mal selber zu sehen. Da vorne wird auch schon der nächste Wolkenkratzer gebaut. Aber auch hier keine Fußballfans zu sehen. Ich mache heute natürlich auch Auge auf das 15.30 Uhr Spiel. Das spielt nämlich Leverkusen und hoffentlich patzen die heute und lassen ein paar Punkte liegen, denn das ist momentan unser größter Konkurrent. Das wird wohl die größte Shoppingstraße in Frankfurt sein und ich habe hier auch ein Shoppingcenter gefunden, wo ich jetzt mal reingehen werde. Das sieht hier drin sogar voll fresh aus. Hier ist eine Rolltreppe mit roten LED-Streifen, habe ich auch noch nie gesehen. Und da oben soll es was zu essen geben. Mal sehen. Das gefällt einem doch. Ich habe selten so ein modernes Shoppingcenter gesehen, Alter. Und wenn man hier rausguckt, sieht man direkt zwei große Wolkenkratzer. Könnte jetzt einen ehrenlosen Witz bringen, aber ich lasse es lieber. Lol, hier gibt es einfach Chipotle. Das ist eigentlich ein amerikanisches Restaurant, was eigentlich nur in Amerika gibt. Ich habe gerade gegoogelt und tatsächlich ist es so, dass dieser Chipotle hier scheinbar der einzige Chipotle in ganz Deutschland ist. Es ist übrigens ein mexikanisches Restaurant. Das Coole dort ist, dass du dir Burritos und Tacos selber zusammenstellen kannst. Und ich glaube, das machen wir jetzt erstmal. Da haben wir das gute Ding auf einem Metalltablett serviert bekommen. Alter, ist das Ding fett, ey. So ein Salsa-Dip. Und hier drinnen befinden sich Tortilla-Chips. Sieht auf jeden Fall mega geil aus und ich werde es mir jetzt gönnen. So, ich habe jetzt mal aufgegessen. Dieser Burrito war auf jeden Fall eine Kalorien- sowie eine Proteinbombe. Hat ganz gut geschmeckt, war in Ordnung. Die Chips bzw. die Nacho-Dinger waren jetzt nicht so nice. Ehrlich gesagt habe ich ein bisschen mehr erwartet. Insgesamt würde ich da jetzt nicht nochmal hingehen. 6 von 10 war in Ordnung, aber auch nicht mehr. Gebt euch mal, wie ich aus Versehen meine Cola hier hingestellt habe, Alter. Das ist noch gerade noch so gut gegangen. Ist mir erst so nach ein paar Minuten aufgefallen. Krass, hier ist sogar noch so ein kleiner Aussichtsbereich. Da hat man so einen schönen Blick. Ich habe bisher immer noch keinen einzigen Frankfurt- noch Freiburg-Fan gesehen. Vielleicht bin ich einfach an den falschen Orten, aber wo soll ich denn sonst sein? Ich bin jetzt in so einen Kiosk gelaufen und die haben hier einfach Primer. 14 Euro ist es mir viel zu teuer, um das jetzt zu probieren. Ich sag's euch so, wie es ist. Ich hasse Straßenbahnfahren, Alter. Straßenbahnen sind generell das Unnötigste, was es gibt. Hier an den Eingängen ist natürlich voll mit Frankfurt-Fans. Hier geht's richtig ab. Ich bin an den Sicherheitskontrollen vorbei und jetzt gehe ich diesen Weg lang zum Stadion. Ist cool, dass das Stadion von so einem Wald umgeben ist. So, ich finde den Weg zur Haupttribüne unnummer nice. Diese beiden Türme hier, links und rechts, die finde ich, sehen so gut aus und geben das Gesamtbild des Stadions viel, viel mehr. Ich finde generell, das Stadion von außen ist wirklich einer der geilsten Stadien hier in Deutschland. Jetzt auf diesem Platz ein bisschen Fußball spielen wäre übel nice. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr lieber selber Fußball spielt oder lieber Fußball schaut. Die Außenfassade des Stadions ist echt wirklich übel nice. Frankfurt stimmt vorne mit dem Ägypter Marmoush. Ich finde, auf dem Platz sieht die Ausstellung von Freiburg ein bisschen stärker aus. Ich tippe aber durch den Heimvorteil von Frankfurt 2-2. So, die Spieler sind schon am Warmmachen. Mega krass, die Fans sind jetzt schon so laut, Alter. Obwohl das Spiel noch nicht mal angefangen hat. Ich weiß nicht, ob es auf der Kamera so rüberkommt, aber es ist extrem laut. Da unten haben wir auch die
Freiburger, die haben noch nicht angefangen. Für beide Teams sind die Punkte ganz wichtig, vor allem für den Kampf um die Europa League. Alle Frankfurter stehen auf, da die Frankfurter Hymne gespielt wird. Also der Schiedsrichter gibt wohl keinen Elfmeter. Stark gehalten, Hertha Bruno. Ich muss wirklich sagen, die Fans sind die ganze Zeit mit voller Begeisterung da. Sobald sich nur halbwegs eine Torschanze in Frankfurt ergibt, stehen alle immer sofort auf. Ja, es gibt den Videobeweis, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht wofür. Ja, es geht nur darum, ob es statt Gelb Rot gibt. Nee, lass sie dabei. So, jetzt mal ein kleines Halbzeitfazit. Das Spiel selber ist nicht so interessant. Es fallen echt nicht viele Chancen. Es gab einmal am Anfang des Spiels die große Chance für Freiburg, aber danach fehlten irgendwie die Hochkaräter. Die Stimmung hingegen ist top von beiden Fanlagern. Also es ist richtig cool im Stadion zu sein. Das Spiel ist trotzdem sehr unterhaltsam, halt einfach dadurch, dass die Stimmung halt so gut ist. Auf linke euch die ganze Zeit die Frankfurter, rechts die Freiburger. Macht unnormal viel Spaß. Ich hoffe trotzdem, dass ich jetzt noch eine spannende zweite Halbzeit zu sehen bekomme. Ich habe im Stadion gesehen, das wäre schon krass gewesen, ehrlich gesagt.
Irgendwer soll mal jetzt bitte mal was machen, Alter. Das kann doch nicht so blöd ausgehen. Da steht jemand. Was wäre das gewesen, hätte das gezählt? Riesenglück für die Frankfurter. Naja, wenn es dabei bleibt, ne? Es wird immer noch auf das Ergebnis gewartet. Und es bleibt bei Abseits. Glück für die Frankfurter. Und das Spiel ist vorbei. Sie trennt sich mit 0:0. Ich will ehrlich gesagt nicht wissen, was passiert, wenn hier ein Tor fällt, Alter. Immerhin leuchtet das Stadion nach dem Spiel schön. So, jetzt mal mit dem Stadion im Hintergrund das Fazit zum Spiel. Die Stimmung im Stadion top, das Spiel selber flop. Wie ich schon gesagt habe, Stimmung geisteskrank. Die Frankfurter sind wirklich richtig krass, wenn es um Stimmung geht. Die Freiburger aber genauso, vor allem auswärts. Hat trotzdem viel Spaß gemacht, hier zu sein. Checkt auf jeden Fall noch das gestrige Video aus gegen Bochum. Und falls euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao.